Gesegneten Sabbat. Ja, das werde ich vermissen. Wer von euch ist dankbar, dass wir heute Sabbat haben? Wer von euch ist dankbar für den Sonnenschein? Dankbar, dass es nicht ganz so heiß ist, wie es angesagt worden ist? Ja? Dankbar, dass wir in einem Haus sind, wo es kühler ist als draußen? Ja? Gibt viele Gründe, dankbar zu sein. Und auch die Hitze will uns etwas lehren, nicht wahr? Wenn es draußen heiß ist, und ihr wisst wahrscheinlich, in biblischen Zeiten und in biblischen Ländern, da ist es und war es noch oft viel wärmer als hier, nicht wahr? Also wenn euch das hier zu warm ist, wir sagen ja immer, wir möchten zur Zeit von Jesus gelebt haben, nicht wahr? Wir würden gern Jesus persönlich gesehen haben. Zu seiner Zeit war es mindestens so heiß wie hier, nicht wahr? Aber in biblischen Zeiten ist das Bild von der Hitze auch oft verwendet worden. Und wenn man so in der Hitze lebt und man nicht mehr so richtig kann, weil man müde wird, weil man schwach ist, weil man sich einfach nur noch irgendwo ausruhen möchte, dann erinnert uns das an einen Vers in Jeremia 32. Dort heißt es in Vers 2, und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind, und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Wenn man durch die Wüste zieht und es ist heiß und die Sonne brennt auf einen und überall ist nur Dürre, wie froh ist man, wenn man einen großen Felsen findet, der Schatten spendet. Und man sich in diesen Schatten ein bisschen bergen kann. Jesus, das haben wir gerade gehört, er und sein Wort ist der Fels. Das bedeutet, dass wir uns auf ihn stellen können, ihm vertrauen können. Es bedeutet aber auch, dass er Schatten spendet. Jesus ist nicht nur die feste Grundlage in unserem Leben, Jesus macht auch unser Leben einfacher. Ist es auch schon so gegangen? Dass wenn die Hitze des Lebens einen so richtig übermannt, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man erschöpft ist, dass man bei Jesus Schatten findet und neue Kraft tanken kann. Und ich wünsche mir, dass wir in den kommenden Minuten, trotz der Hitze, uns an dem Felsen Christus aufhalten, in seinem Schatten uns erfrischen, ein bisschen Luft holen. Geistlich auftanken für die kommende Woche. Und zwar nicht nur für die Hitze, die da draußen, sondern auch für die Hitze des Alltags. Wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dann geht's mitten in das Thema hinein. Lieber Vater im Himmel, danke, dass Jesus unser Fels ist. Wir können auf ihn bauen. Und er wird uns niemals im Stich lassen. Und wenn wir erschöpft sind und müde sind und nicht mehr weiter wissen, dann können wir uns an diesen Felsen lehnen, im Schatten etwas ausruhen und neu erfrischt werden. Und Herr, wir sind heute hierher gekommen, um in deinem Schatten auszuruhen, um in deinem Schatten neue Kraft zu tanken. Um in deiner Gegenwart Trost und Hoffnung und Kraft und Stärke zu bekommen. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen sprichst. Und hab Dank dafür, dass du unser Lehrer sein wirst. Im Namen Jesu. Amen. Welches Buch in der Bibel würdet ihr als das Buch des Gebetes bezeichnen? Welches Buch in der Bibel haltet ihr für das Buch des Gebetes? Ihr wisst ja, in der Bibel gibt es viele Gebete. Und alle Gebete in der Bibel sind wichtig. Aber wenn ihr ein Buch heraussuchen wolltet, wo ihr sagen würdet, also das lehrt uns wirklich etwas Besonderes, besonders viel über das Gebet, welches Buch würdet ihr auswählen?
Die Psalmen, okay, sehr gut. Wenn es nicht die Psalmen wären, welches andere Buch würde euch in den Sinn kommen? Die Sprüche, okay? Ja? Habt ihr noch einen Vorschlag? Also, hier gibt es keine falschen Antworten, denn Gebete spielen ja letztendlich mehr oder weniger in vielen Büchern eine Rolle. Aber welches würdet ihr so besonders für euch als das Buch des Gebetes bezeichnen? Wenn ihr so, ja? Daniel, ja, da gibt es Gebete von Daniel, ja? Hat jemand noch einen Vorschlag? Jesaja, da gibt es tolle Gebete. Hiob, ja? Die Offenbarung. Ah, wunderbar, ihr kommt noch nicht auf das Buch, das ich heute ausgewählt habe. Aber ihr habt alle recht, das ist doch schön, nicht wahr? Bei dieser Frage können wir alle recht haben. Heute möchte ich mit euch drei kurze, Betonung auf kurze, aber das Entscheidende ist, drei außergewöhnliche Gebete anschauen. Drei außergewöhnliche Gebete, die so eng auf einem Raum sind, in einem ohnehin relativ kurzen Buch, dass ich würde sagen, rein prozentual es kaum ein Buch in der Bibel gibt. Es gibt, wo so viele außergewöhnliche Gebete auf engstem Raum verbunden sind. Schlagt mit mir auf das Buch Jona. Jona Kapitel 1. Und wir wollen heute nicht einfach die Geschichte von Jona lesen. Die kennen wir seit der Kindersabbatschule. Wir wollen uns auf drei außergewöhnliche Gebete beschränken, die so eng beieinander sind, dass sie zumindest in meiner Bibel sogar alle drei auf einer Seite stehen. Also wenn ihr auch eine Schlachter habt, so wie ich, und ihr habt dieselbe Ausgabe, dann solltet ihr euch die Seite 953 kopieren. Das ist die Seite in dieser Schlachter 2000 Ausgabe, wo alle drei Gebete auf einer Seite sind. In Jona 1 und dort Vers 14. Wer von euch, bevor wir das lesen, hat schon mal gebetet und ein Sturm hat aufgehört? Schon mal erlebt? In Jona 1, Vers 14 heißt es, da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Wir kennen immer die Geschichte von Jona. Wir lesen sie aus der Perspektive von Jona, aber heute wollen wir uns am Anfang mal in die Lage dieser Leute versetzen, die dieses Gebet gebetet haben. Habt ihr schon mal gebetet in einem Sturm? Und der Sturm hat aufgehört? Also ich kenne noch jemanden in der Bibel, der einmal der einen Sturm stillen konnte. Kennt ihr den? Wer war das? Jesus, oder? Wir kennen das von Jesus. Jesus stand auf in Matthäus, ihr kennt die Geschichte, ich glaube es ist Matthäus 8. Und er sieht diesen Sturm und er sagt, Sturm sei still. Und wir sind nicht beeindruckt, weil Jesus ist Gott. Aber hier sind Menschen, die beten und der Sturm hört auf. Würdet ihr sagen, das ist ein außergewöhnliches Gebet? Nicht nur deswegen war es ein außergewöhnliches Gebet. Habt ihr gesehen, was sie gerade gebetet haben in Vers 14? Ihr Gebet war ja noch nicht einmal, Herr, gib, dass der Sturm aufhört, obwohl sie in Lebensgefahr waren, obwohl das Boot hoch und runter ging und wahrscheinlich schon mit Wasser gefüllt war, war ihr eigentliches Gebetsanliegen nicht einmal, Herr, wir wollen gerettet werden. Sie hatten ein noch viel zu Herzen gehendes Gebetsanliegen, denn ihnen wurde gesagt von dem Propheten Jona, werft mich ins Meer. Versetzt euch für einen Moment in die Lage dieser Leute. Sie haben eine unfassbare Gefahr. Das Boot schwankt und sie wissen nicht, ob sie überleben werden. Und ein Mann sagt ihnen, bitte werft mich über Bord. Ich meine, was wird passieren, wenn man den über Bord wirft? Der wird sterben. Wer von euch stand schon mal vor der Situation, einen Menschen töten zu müssen? Das ist es, was es ist, oder? Diese Menschen stehen vor der Frage, sollen wir ihn über Bord werfen oder nicht?
Nun, sie haben keine lange Zeit zu überlegen. Sie können nicht erst eine halbe Stunde sich gemeinsam besprechen, überlegen, was sind die Vor- und Nachteile. Der Sturm wütet so sehr, sie müssen in einem Bruchteil von Minuten müssen sie eine Entscheidung fällen, die niemand von uns fällen würde, selbst wenn wir 30 Jahre Zeit hätten zu überlegen, oder? Würdest du gern so eine Entscheidung fällen? Soll ich den jetzt über Bord werfen oder nicht? Ich meine, wir lesen die Geschichte, wir kennen die nächsten drei Kapitel, nicht wahr? Aber die kannten die drei Kapitel nicht. Die wussten nicht, was dann passiert. Für sie sah es so aus, sollen wir diesen Mann jetzt opfern oder nicht? Könnt ihr die Verzweiflung sehen in dem Gebet? Sie sagen, ach Herr, was sollen wir tun? Wir wollen nicht untergehen, aber wir wollen auch nicht jemanden Unschuldigen töten. Ich glaube, jemand, der 50 Jahre lang Christ wäre, hätte echt Probleme bei diesem Gebet, oder? Das ist kein einfaches Gebet. Herr, der Mann sagt, er ist ein Prophet. Wir wissen es ja nicht mal, nicht wahr? Der Mann sagt, werf mich über Bord. Und er sagt, dann hört der Sturm auf. Sollen wir? Sollen wir nicht? Und es ist ein Gebet der Verzweiflung, das sieht man an dem ersten Wort. Was ist das erste Wort, was sie beten? Das erste Wort ist, ach, ach Herr. Sie wollen keinen Fehler machen. Lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Habt ihr schon mal eine Situation erlebt, wo ihr nicht genau wusstet, was ihr tun sollt? Wenn es jemals eine Situation gab, wo man nicht genau wusste, was soll ich jetzt eigentlich tun und es auch noch Zeitdruck gab, das macht die Sache noch schlimmer, nicht wahr? Dann jetzt. Ich glaube, niemand kann sagen, dass er so lange mit Gott gelebt hat, dass er in einer solchen Situation ganz souverän wüsste, was er zu tun hat, oder? Aber jetzt kommt's, ihr Lieben. Das war ihr erstes Gebet, das sie jemals gebetet haben. Das war ihr erstes Gebet. Ich meine, könnt ihr euch noch an euer erstes Gebet erinnern, das ihr gebetet habt, als ihr mal so angefangen habt, euch zu erinnern? Also, als ihr so alt genug wart, dass ihr euch daran erinnern könnt? Sowas wie, lieber Heiland, wo ist Papa? Und ich möchte gern, dass die Sonne scheint. Oder gib doch, dass die Mama noch ein Geschwisterchen bekommt. Oder ja, so Kindergebete halt, nicht wahr? Das war ihr allererstes Gebet. In ihrem ersten Gebet haben sie gebetet, Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber du tust, was dir wohlgefällt. Was waren das eigentlich für Menschen, die so ein krasses Gebet nicht nur gebetet haben, sondern dann auch umgesetzt haben, nicht wahr? Als ihr allererstes Gebet. Waren das irgendwelche Glaubenshelden? Wir lesen von ihnen in wenigen Versen vorher, in Vers 5, wo dieselben Leute auch schon mal erwähnt werden. Dort heißt es in Jona 1, Vers 5, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem, zu wem? Zu seinem Gott, die hatten gerade schon gebetet. Aber keine echten Gebete, nicht wahr? Sondern das waren Seefahrer. Wir wissen nicht genau, wer sie waren, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit waren das Phönizier. Die haben dann zu Baal gebetet. Baal Shamaim, der Herr des Himmels. Die haben zu Melkart gebetet, dem Gott der von Tyros. Vielleicht waren auch ein paar Zyprioten dabei oder ein paar Griechen. Die haben dann zu Poseidon gebetet und zu Hades vielleicht und zu Zeus und ich weiß nicht wem. Da hatte jeder seinen eigenen Gott und alle haben gebetet. Haltet das im Hinterkopf. Die haben alle gerade zu Götzen gebetet und nur wenige Minuten später beten sie das erste Gebet, das sie beten, zu Gott. Und er erhört auf unfassbare Art und Weise. Seefahrer, weiß jemand von euch, wer die Phönizier, also die Phönizier waren damals zu der Zeit, das waren die Seefahrer, ja, die haben, also, das waren mit Sicherheit Phönizier dabei. Weiß jemand, von welchem Volk die Phönizier eigentlich abstammen oder was das eigentlich für ein Volksstamm ist? Sind das Ägypter, Babylonier, Hebräer? Weiß das jemand? Phönizier sind Kanaaniter. Deswegen haben die auch noch an Baal gebetet. Das sind Kanaaniter. Und einige andere vermutlich. Heiden. Und die beten zu ihren Götzen, weil sie nichts anderes kennen, oder? Und als die Götter nicht antworten, was kein großes Wunder ist, weil es diese Götter gar nicht gibt, versuchen sie sich selbst zu helfen. Schaut mal, wie es da weitergeht.
Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern, Jona und so weiter. Das heißt, sie haben zu ihren Göttern gebetet, da kam keine Hilfe, dann haben sie versucht, sich selbst zu helfen, haben alles, was irgendwie unnötig war, die ganze Ladung ins Meer geworfen und hatten keine Ahnung, dass sie damit nur ihre Muskeln trainiert haben, dass sie in kürzer Zeit einen Menschen über Bord werfen müssten. Sie versuchten, sich selbst zu helfen. Und dann treffen sie auf diesen Jona, ja, der sich da im Boot versteckt hat. Und er erzählt ihnen, dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Niemals zuvor haben Menschen wahrscheinlich zu Gott gebetet, die so wenig von ihm wussten. Sie wussten, dass es einen Gott gibt, sie wussten, dass er einen Prophet hat und sie wussten, dass dieser Prophet von Gott wegläuft. Sie hatten keine Bibelstunde über die Liebe Gottes gehabt. Keine Bibelstunde über die Wiederkunft oder über die Bibel oder über die Schöpfung oder über den Erlösungsplan. Sie haben wahrscheinlich noch niemals davon gehört, dass es einen Erlöser geben wird. Alles, was Sie wissen, es gibt einen wahren Gott, der alles unter Kontrolle hat und der Prophet, der von ihm weiß, ist vorhin weggelaufen. Und als Sie das hören, dass Jona sagt, werft mich über Bord. Ganz ehrlich, was hättet ihr getan? Selbst mit all den Jahren oder Jahrzehnten Gemeindeerfahrung, wenn ein Prophet zu euch kommt und sagt, werft mich über Bord, was würdet ihr sagen? Ah, wir hätten wahrscheinlich gesagt, ja, du bist ein von Gott weggelaufener Prophet, auf dich kann ich nicht hören. Nicht wahr? Wir würden doch wahrscheinlich genau das Gleiche machen wie sie. Sie haben versucht, was haben sie versucht? Schaut mal in Vers 13, da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Ja? Sie haben alles versucht, nicht in diese Lage kommen zu müssen. Sie haben gerudert und gerudert. Aber sie hatten keine Chance. Wenn Gott einen Sturm schickt, kannst du rudern, so viel du willst. Es heißt aber, sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Und dann sprechen sie ihr allererstes Gebet. Sie haben keine einzige Bibelstunde gehabt, keine einzige Predigt gehört, keinen einzigen YouTube-Kanal jemals abonniert. Alles, was sie wissen, ist das Wenige, was in Jona in diesem Bruchteil von Minuten gesagt hat. Ob sie es alles verstanden haben bei dem Lärm, bei den Blitzen, nicht wahr? Und Donner und Wellen. Wer weiß, was die alles überhaupt begriffen haben davon. Sie beten nur ein Gebet. Und Gott im Himmel hört auf sie. Wisst ihr, was ich daraus entnehme? Es ist vollkommen egal, wer du bist. Spielt überhaupt gar keine Rolle, was deine Vergangenheit ist. Es ist egal, welche Nation, welcher Kultur, welchem Bildungsstand du angehörst. Es spielt gar keine Rolle, wer du bist. Wenn du aufrichtig dich Gott näherst, hört er. Ich wette, dass es niemanden gibt in diesem Raum oder im Internet und von allen, die später zuschauen oder sich anschauen werden, der so wenig von Gott weiß wie diese Männer hier. Die hatten ja nicht einmal Zeit, vorher ihre Götzen wegzutun. Die haben ja nicht erst gesagt, okay, bevor wir beten, müssen wir erst einmal dem Baal abschwören, wir müssen erst ein Absagegebet. Nein, 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 nein. Die haben sofort gebetet und Gott hat ihnen sofort geholfen. Was danach kam, steht in Vers 15. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Es war ein Gebet. Aber die Macht, die Gott sich, mit der Gott sich gezeigt hat, führt dazu, dass sie Gott fürchten. Sie wissen zwar immer noch nicht viel theologisch mehr von ihm, aber sie haben eine große Erfahrung mit ihm gemacht. Könnt ihr sehen, dass Gottesfurcht keine Bedingung ist, um zu Gott zu beten, sondern eine Folge der Begegnung mit Gott. Es heißt nicht, dass sie, Jona hat nicht gesagt, ihr müsst erst Gott fürchten, müsst erst eure Götzen wegmachen und dann könnt ihr zu Gott beten, dann wird euch vielleicht erhören, sondern weil sie gebetet haben, weil Gott sie erhört hat, deswegen fürchten sie jetzt Gott. Und glaubt ihr, die haben danach nochmal auf derselben Fahrt zu Melkart und Baal Shamin gebetet? Mit Sicherheit nicht. Jetzt wussten sie, wer der wahre Gott ist. Und es ist vollkommen egal, wer du bist, wie viel du weißt, egal wer du bist, wenn du aufrichtig, verzweifelt, nicht weißt, was du tun sollst und du betest zu Gott, wird Gott dich erhören. Hier steht es.
das erste Gebet. Es gibt noch zwei beeindruckende Gebete auf dieser Seite. Wir lesen weiter in Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Eine der berühmtesten Kindergeschichten und mit Sicherheit eine der Geschichten im Alten Testament, die am meisten belächelt werden, oder? Ein Fisch. Jona. 3 Tage im Magen. Wie soll das möglich sein? Nun, ich glaube, wir sind uns alle einig, es war kein Fisch. Das Hebräische verwendet einen allgemeinen Begriff für ein Tier im Wasser. Habt ihr eine Idee, was für ein Tier das dann gewesen sein könnte? Kein Krokodil, genau. Ein Wal. Nun, aber ist es nicht so, dass Wale mit ihren großen Barten, die sie haben, um den Krill herauszuholen, kommt man da überhaupt als Mensch dadurch? Nee, kommt man nicht. Aber es gibt Wale, die haben keine Barten, die haben Zähne. Und da gibt es einige sehr große Wale, die bis zu 18 Meter lang werden und deren Schlund 4 Meter im Durchmesser ist, wo also ein Mensch, egal wie rum, ja, ob so rum, diagonal, sich kreiselnd, locker durchpasst. Kennt ihr jemand? Gibt es ja einen Walologen? Wie heißen die? Weiß ich nicht. Nein. Walhai vielleicht? Ja? Du bist der Walologe schlechthin, sehr gut. Ein Pottwal. Warum? Ist das sehr wahrscheinlich, dass das hier ein Pottwal gewesen ist? Pottwale haben eine besondere Eigenschaft. Wenn du mal nachdenkst, jetzt also, stellt euch vor, ihr seid Jona, nicht wahr? Ihr werdet in dieses Wasser geschmissen und ihr versucht zu kämpfen, nicht wahr? Das Meergras geht um euer Haupt und geht nach unten und so weiter. Und plötzlich seht ihr da dieses riesige Ungetüm. Und das macht seinen Mund auf und ihr seht seine Zähne. Was hättet ihr jetzt in diesem Moment, wenn ihr nicht schon bewusstlos gewesen seid, gedacht? Ihr werdet gefressen, oder? Weil wenn man in ein großes Tiermaul hineinkommt, das Zähne hat, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier dann den Mund, also das Maul, zumacht, oder? Wusstet ihr, dass Pottwale ihre Beute am ganzen Stück verschlucken und nicht zerkauen? Man hat zum Teil Pottwale erlegt, wo 10 Meter lange Tintenfische unzerkaut verschluckt im Magen waren. Jetzt bekommt ihr schon eine Idee, was der Jona da im Magen gesehen hat. Stichwort Magen. Bei einem 18 Meter langen Pottwal ist genügend Platz für einen Menschen. Da ist sogar Luft. Wusstet ihr das? Manche Leute sagen, ja, der kann ja nicht überleben, er muss ja atmen. Ein Pottwal hat in seinem Magen auch Luft. Das braucht er zum Schwimmen. Damit ist nicht gesagt, dass die Luft gut ist. Also es gibt ja so diesen Luftindex, nicht wahr? Also das steht auf meinem Handy immer, gute Luft, schlechte Luft, nicht wahr? Also der wäre wahrscheinlich im Wal ganz im Rechts, der würde rechts ausschlagen, nicht wahr? Von dem Gestank mal abgesehen. Ein Pottwal hat natürlich Magensäure. Die Magensäure ist so stark, dass ein toter Hai dadurch ohne weiteres zersetzt wird. Aber das hätte dem Jona nicht das Leben gekostet, weil natürlich die Magensäure nur tote Dinge zersetzt. Ja, sonst würde er sich ja selbst zersetzen. Ja, deswegen, solange er am Leben war, war die Magensäure nur äußerst unangenehm. Sie hat wahrscheinlich die Hautfarbe verändert. Manche sagen, dass es bläulich wird, andere sagen, dass es weißlich wird. Wahrscheinlich ist er eher so weißlich geworden. Sah dann so aus wie ein halber Geist oder so. Ja. Weiß ich nicht, überlasse ich den Naturwissenschaftlern. Aber wusstet ihr, wie es da drinnen sich anfühlt? Wusstet ihr, dass Wale auch im kalten Wasser eine Körpertemperatur von 36 bis 37 Grad brauchen, um zu überleben. Deswegen hat so ein Pottwal, und deswegen haben die Wale so eine riesige Speckschicht, also so Walspeck um sich herum. Und also es gibt nicht viele Leute, die das bisher da drin gemessen haben, nicht wahr? Aber man geht davon aus, dass dort in einem Pottwalmagen mindestens 36, 37 Grad sind. Manche meinen sogar vielleicht, also wenn der Fieber hat, vielleicht sogar 40, nicht wahr? Also, wenn ihr wissen wollt, wie es dem Jona im Magen dieses Pottwals ging, geht nach dem Gottesdienst nach draußen. Ich glaube, es sind nicht mal 37 Grad heute, ja? Es sind vielleicht nur, weiß ich, 35. Aber ihr alle habt jetzt die letzten Tage mal 37 Grad erlebt, oder? Wie lange habt ihr es ausgehalten? Man ist so schnell wie möglich irgendwie irgendwo gegangen, wo ein bisschen Luft war, nicht wahr? 37 Grad im Schatten, weil dort gibt es natürlich
keine Sonne, nicht wahr? Es ist dunkel. Und zwar Tag und Nacht ohne Veränderung. Das Buch Jonas ist übrigens ein Buch der Hitze, nicht wahr? Später wird er auch wieder dann von der Hitze so geplagt, nicht wahr? 37 Grad und zwar tags und nachts über. Und dann wusstet ihr, dass ein Pottwal jeden Tag 1,5 Tonnen Nahrung zu sich nimmt. Die kommt ständig rein. Der Jona hat da nicht nur in 37 Grad mit bestialischem Gestank irgendwo gekauert auf irgendeinem Tintenfisch. Er ist ständig bombardiert worden von Fischen. Er war buchstäblich in Lebensgefahr. Stell dir vor, da kommt so ein 5 Meter langer Tintenfisch da durch den Schlund rein. Ja? Da musst du aufpassen, wo du gerade kniest, wenn du betest. Der Jona war in echter Lebensgefahr. Mal, also ganz sowieso. Es ist ja schon ein Wunder, wenn man dort reinkommt und die Augen aufmacht. Ich denke mir, in dem Moment, als er dort die Augen aufgemacht hat und verstanden hat, in welcher Situation er war, ich glaube, er hat sich gewünscht, er wäre lieber ertrunken. Weil wenn du ertrinkst, bist du tot. Aber in diesem Teil überlebst du noch ein bisschen, bis du verhungerst. Du kannst ja nicht, also er hat wahrscheinlich so keinen Tintenfisch gegessen, ist nicht rein, nicht wahr? Aber von den Fischen kannst du nicht leben. Und irgendwann verhungerst du und dann weißt du, wird dich diese Magensäure zersetzen. Er wusste, also versteht ihr, wir kennen die Geschichte, nicht wahr? Wir haben die Kindergeschichte gelesen und wissen, gleich kommt die lustige Szene, wo er ihn ausspuckt, nicht wahr? Und alles wunderbar. Wart ihr schon mal in einer Situation, wo ihr gemerkt habt, da komme ich jetzt nicht mehr raus? Und für ihn war das buchstäblich so. Also nach allem, was er sich überlegen konnte, da kam er nicht mehr raus. Da konnte er nicht mehr rauskommen. Er kann ja nicht einfach da durch den Wal klettern und versuchen, da irgendwie vorne wieder rauszukommen. Er wusste, das ist wirklich im buchstäblichen Sinne, das ist eine Sackgasse. Und es wird ein langsamer und schmerzlicher Tod. Das hier ist sein Grab. Und schaut mal, was er betet. In Vers 2. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Könnt ihr mir die Frage beantworten? Von wo aus darf man beten? Darf man beten, wenn man am Auto sitzt? Darf man beten, wenn man unter der Dusche steht? Darf man beten, wenn man sich gerade ins Bett gelegt hat? Darf man beten, wenn man im Schützengraben steht? Man kann sogar beten, wenn man im Pottwalmagen vor sich her schmort. Es gibt keinen Ort, egal wo du bist, wo du nicht beten könntest. Das erste Gebet sagt uns, egal wer du bist, ein aufrichtiges Gebet erhört Gott. Das zweite Gebet sagt uns, egal wo du bist, Gott kann dein Gebet erhören. Schaut mal, was er sagt. In Vers 3. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Und er erhörte mich aus dem Schoß des Totenreiches. Hier steht im Hebräischen Sheol. Das ist das Grab. Er sagt, ich bin eigentlich im Grab. Ich bin lebendig begraben. Hier werde ich nicht mehr rauskommen. Stellt euch vor. Das wäre eigentlich eine richtig passende Illustration. Ihr habt einen Unfall. Kommt ins Koma. Die Leute denken, ihr seid tot. Ihr werdet begraben. Und ihr wacht im Sarg wieder auf. Das ist ungefähr die Situation, in der sich befunden hat. Nur, dass es im Sarg wahrscheinlich nicht so heiß ist. Und nicht so nach Fisch stinkt. Das ist die Situation. Wir denken, das ist Poesie. Der hat verstanden, das ist mein Grab. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Er sagt weiter in Vers 7, da steht es noch deutlicher. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Er wusste, er hat gebetet. Ich meine, er konnte ja nicht beten, Herr, ich war so treu. Herr, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast. Herr, schau doch die Bekehrten an, die ich in Ninive bekehrt habe, oder? Er war vor Gott weggelaufen. Und wenn ich die Geschichte richtig lese, hat er erst jetzt gebetet. Während alle anderen schon zu Baal Shamain und zu Zeus und Melkart gebeten haben, hat er geschlafen. Jetzt betet er. Und wir würden eigentlich denken, jetzt ist zu spät, oder? An dem Ort, da kommt er nicht mehr raus. Und er betet ein Gebet. Wenn man das liest, das ganze Gebet, das klingt ständig nach den Psalmen. Ja, wenn man dieses Gebet liest, wird man ständig an Psalmen erinnert. Aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Zitat. Es ist seine eigene Erfahrung. Er betet quasi seinen eigenen Psalm. Und dann schaut man, was dort steht in Vers 5. Und ich sprach, ich
bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Er sagt, ich weiß ja, ich bin weggelaufen. Ich weiß ja, ich habe mich von dir getrennt. Ich weiß ja, wir haben keine enge Verbindung. Und trotzdem will ich zum Tempel hinaufschauen. Wo ist denn der Tempel? Wo ist der Tempel? Ja, bei Gott, genau. Gott ist, wo der Tempel ist. Wo ist der Tempel? Der Tempel ist in Jerusalem und wo noch? Im himmlischen Heiligtum. Und er sagt, ich kann ihn zwar nicht sehen. Alles, was ich sehe, ist nur Tintenfisch und dieses schaumende Meerwasser und irgendwelche Skelette und irgendwelche Gräten und... Aber im Glauben schaue ich aus meinem Magengrab zum himmlischen Heiligtum. Wisst ihr, wer noch das himmlische Heiligtum, wer noch mit dem himmlischen Heiligtum verbunden gewesen ist? Johannes, nicht wahr, auf Patmos, als der treue Jünger, hat in einer Vision das himmlische Heiligtum gesehen. Paulus, der große Theologe, hat inspiriert vom Heiligen Geist vom himmlischen Heiligtum geredet. Und Jona, der weggelaufene Prophet, der nicht eine Vision hatte, der nicht der große Theologe war, der in der am Ende seines Lebens war, konnte direkt zum himmlischen Heiligtum beten. Da gibt es eine direkte Leitung vom Magen des Pottwals zum himmlischen Thronraum. Und wenn man vom Magen des Pottwals direkt zu Gott beten kann, dann gibt es auf dieser Welt weder auf dem Festland noch im Wasser und ich würde sagen auch nicht im sonstigen Weltall einen Ort, von dem man nicht zu Gott beten könnte. Egal wer du bist, wenn du aufrichtig zu Gott betest, hört er dich. Egal wo du bist, wenn du aufrichtig zu Gott betest, wird er dich erretten. In Vers 8 sagt er, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ist es nicht auch so, dass wir oft erst an Gott denken, wenn es uns schlecht geht? Wenn wir plötzlich in der Sackgasse stehen? Wenn wir plötzlich merken, oh nein, ich bin falsch abgebogen, ich kann nicht mehr mal umwenden? Ja? Es gibt ja Situationen, wo man merkt, ich habe einen Fehler gemacht und ich will das besser machen. Aber Jona konnte nicht mehr zurück. Jetzt verschmachtete sein Geist in ihm. Er sagt, jetzt denke ich an dich, Gott. Und was hat Gott gesagt? Hat Gott gesagt, ja, ich habe dir doch vorher gesagt. Warum hast du nicht auf mich gehört? Jetzt ist es zu spät. Ja? Pech gehabt. Er sagt, mein Gebet drang in den Tempel Gottes hinein, zu seinem Heiligtum. Ihr Lieben, egal wo du dich heute befindest, also physisch befindet ihr euch ja heute hier in der Gemeinde. Egal wo ihr euch heute geistlich befindet, wohin ihr weggelaufen seid, egal wo wir uns gerade emotional aufhalten, von überall gibt es eine direkte Verbindung zu Gott im Himmel. Ein Gebet müssen wir uns noch anschauen, ein drittes Gebet. Und das ist in Kapitel 3. Ist eigentlich auch ganz schön, nicht wahr? Jona 1, Jona 2, Jona 3. Könnt ihr sehen, dass das ein Buch des Gebetes ist. Dieses ganze Buch basiert auf Gebeten. Und zwar auf außergewöhnlichen Gebeten, die uns eine einfache Lektion lernen. Egal wer du bist, egal wo du bist und lesen wir Kapitel 3. In Abvers 1, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Ninive. Die Stadt heißt eigentlich auf Assyrisch Ninua. Eine der ältesten Städte der Menschheit. Wir wissen aus 1. Mose 10, dass sie in der Zeit von Nimrod gegründet worden ist. Und wenn ihr die Archäologen fragt, die immer weiter gebuddelt haben in Ninive, die sind irgendwann auf ganz tiefe Schichten gefunden, die so alt sind wie die Stadt Uruk, die auch in 1. Mose 10 beschrieben wird. Aber da würde ich jetzt nicht mehr drüber sagen, sonst komme ich vom Thema ab. Wirklich eine alte Stadt. Eine Stadt, die eine der wichtigsten Zentren des Assyrischen Reiches gewesen ist. Aber, und das würden vielleicht viele Kritiker sagen, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die Hauptstadt von Assyrien gewesen ist.
Die wichtigste Stadt in Assyrien war Assur, daher kommt der Name. Und die Hauptstadt zu dieser Zeit war eine andere Stadt, nämlich Kalchu. Ninive wurde erst die Hauptstadt, ungefähr 150 Jahre später unter Sanherib. Also wie kann der Jona behaupten, dass dort der König sitzt, wenn doch wir wissen, und es ist zweifelsfrei klar, dass Ninive nicht die Hauptstadt war. Nun, keine Panik. Derselbe Sanherib, der später die Stadt Ninive zur Hauptstadt gemacht hat, der schreibt in diesem Jahr, als er sie zur Hauptstadt macht, etwas über Ninive. Und zwar schreibt er Folgendes. Soll ich das mal vorlesen? Er sagt: Inaumishuma ninua machatsu ziru naramishta shanach machir kirue und so weiter. Er sagt, zu jener Zeit, und dann spricht er über dieses Ninive, und dann sagt er: Shaultu ulla sharani aku alikut machri abiya ulanua belut asur. Er sagt, in diesem Ninive haben die Könige, die vor mir gelebt haben, bereits die Königsherrschaft über Assyrien ausgeführt. Das heißt, es war eine Stadt, die zwar nicht die Hauptstadt war, wo aber immer schon wieder Könige residiert haben. Wir wissen das von Assur-Nasipal II., wir wissen das von Adad-Nirari II., glaube ich. Seit Manasseh III. Hat mehrere seiner Feldzüge von dort ausgeführt. Es war eine der sogenannten Königsstädte. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das auch gerne wissen würdet, aber ich würde unglaublich gerne wissen, welcher König das hier gewesen ist. Ja? Das würde mich so richtig interessieren, aber wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber wir wissen etwas anderes. Wir wissen nämlich ungefähr im Durchschnitt, wie die assyrischen Könige alle gewesen sind. Habt ihr eine Idee? Ich höre es schon. Grausam. Nein, sie waren nicht grausam. Sie waren sehr grausam. Eigentlich waren sie nicht sehr grausam. Sie waren so grausam, dass wenn ich jetzt versuchen würde, euch das zu erzählen, dann müssten wir das Video mit FSK 16 oder 18 beschränken. Das wäre nämlich nichts für Kinder. Und auch nichts für die meisten Heranwachsenden. Einige dieser Könige waren echte Psychopathen. Die waren nicht nur grausam, die hatten Freude an der Grausamkeit. Die haben sich einen Spaß daraus gemacht, Menschen zu quälen und haben das auch noch überall verbreitet, wie toll sie die Menschen gequält haben. Das waren wirklich echte Fälle für die Klapse eigentlich, also wenn man das heute so sagen dürfte. Das waren nicht nur Menschen, die gesündigt haben, das waren Menschen, die hatten Freude an der Sünde, die haben mit Absicht gesündigt, weil die Assyrer sind irgendwann drauf gekommen. Es ist besser, wenn man, oder man erobert die Länder leichter, wenn man als extrem grausam bekannt ist. Weil wenn alle wissen, dass man extrem grausam ist, dann geben sie lieber von vornherein auf, um nicht nicht wahr? Das ist die gleiche Taktik, die der IS gehabt hat. Ja? Das waren wenige Soldaten, wenige Kämpfer, aber die haben eine solche Grausamkeit öffentlich verbreitet, dass alle Angst hatten vor denen. Und deswegen haben die sich darin gefreut, je grausamer sie das darstellen konnten auf ihren Bildern und darüber beschreiben konnten. Alle wussten, wenn du als Feind in die Hände der Assyrer fällst, dann ist es doch besser, im Pottwall zu sein, nicht wahr? Also, so furchtbar kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt kommt der Jona dahin. Aber uns geht es heute nicht um den Jona hier in Kapitel 3, sondern um die Assyrer. Denn wisst ihr, was diese Assyrer machen? Schaut mal in Vers 5. Übrigens, einige von diesen Gräueltaten sind direkt in Ninive geschehen. Man hat dort Kriegsgefangene hingebracht und den Rest erspare ich euch. Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, die armen Tiere nicht mehr, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Und wenn hier steht Unrecht, das an seinen Händen klebt, dann macht ihr euch gar keinen Begriff, was das für ein Unrecht war. Ich würde behaupten, wenn ihr alles wüsstet, was die Assyrer getan haben und wie sie dabei gedacht haben, ich würde vermuten, wir alle hätten nicht so viele Probleme damit, wenn sie getötet worden wären. Und so war der Jona auch ganz selbstverständlich davon überzeugt, dass diese Leute
die werden umgebracht. Die Botschaft, die er predigte, hatte auch keine Gnade. Es war ja nicht so, wenn ihr euch bekehrt, dann könnte das vielleicht noch sich ändern. Nur wenn ihr unbekehrt, er hatte ganz deutlich gesagt, ihr werdet vernichtet werden. Da gab es Menschen, die waren so böse, dass es schwerfällt, in der gesamten Weltgeschichte Leute zu finden, die noch grausamer waren. In Nahum heißt die Stadt die blutige Stadt. Und als sie von Gott hörten, ohne dass ihnen irgendjemand gesagt hätte, dass sie vielleicht noch eine Chance hätten. Also es war ja nicht, dass Jona einen Aufruf gemacht hätte. Ich meine, wer zu Gott kommen möchte, stehe bitte auf, komme nach vorne. Es gab keine Musik, es gab keinen emotionalen Aufruf. Sie hatten keinerlei Hinweis darauf, dass Gott sie annehmen würde. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Egal, was du gemacht hast. Egal, was dein Charakter ist. Egal, wie groß deine Schuld ist. Du kannst zu Gott beten. Denn was hat Gott getan? Wir lesen in Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Kein Mensch hatte ihnen gesagt, dass sie Gnade finden könnten. Und trotzdem haben sie gebetet, übrigens, das war auch ihr erstes Gebet, oder? Und haben gehofft, dass Gott ihnen vielleicht noch Gnade geben könnte. Und ich lerne daraus Folgendes. Egal, wie tief du in die Sünde gesunken bist, wenn du aufrichtig zu Gott betest, hört er dich. Das Buch Jona enthält 3 außergewöhnliche Gebete. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr noch das 4. anschauen. Das ist auch außergewöhnlich. Das ist das Einzige, was nicht beantwortet wird. Das ist nämlich von einem Mann, Jona, der vor lauter Hitze sagt, bitte töte mich, ja, weil ich die Hitze nicht ertrage. Ja. Das ist was anderes. Aber es gibt 3 erstaunliche Gebete. Das erste sagt, egal wer du bist, und wenn du ein Phönizier bist, der vor 5 Minuten noch zu Baal gebetet hat, der von Gott nicht viel mehr weiß, als dass es ihn gibt, und du betest aufrichtig zu Gott, wird er dich hören. Das zweite Gebet sagt, egal wo du bist und wenn du mitten im Meer in einem Bauch eines Pottwals schwimmst, egal wo du bist, wenn du aufrichtig zu Gott betest, wird er dich hören. Und das dritte Gebet sagt, spielt keine Rolle, wer du bist. Wenn Jona zu den Ägyptern gesandt worden wäre, dann hätten wir sagen können, na, es könnte schon darauf ankommen, was du gemacht hast. Wenn Jona zu den Babyloniern gesandt worden wäre oder zu den Persern, dann hätten wir sagen können, naja, aber vielleicht gibt es einen Menschen, der zu sündig ist. Aber er wurde zu den Assyrern gesandt. Es waren die Assyrer, die gebetet haben. Und zwar nicht nur irgendwelche Dorfassyrer irgendwo im Gebirge, die nichts mit der Armee zu tun hatten, in einer der wichtigsten Städte überhaupt, wo Gräueltaten gewesen sind, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und sie haben gebetet. Egal, was du gemacht hast, wenn du aufrichtig zu Gott betest, gibt es keinen Grund, warum Gott dich nicht hören sollte. Gibt es jemanden hier, der weniger weiß als die Phönizier auf dem Schiff? Gibt es jemanden hier, der noch weiter entfernt ist als in einem Pottwalmagen? Jemand, der noch schlimmere Dinge getan hat als die Assyrer? Dann lasst uns nie wieder denken, dass Gott unser aufrichtiges Gebet nicht hören würde. Habt ihr jemals damit zu kämpfen gehabt, dass ihr denkt, hat Gott mich gehört? Geht mein Gebet nur bis zur Zimmerdecke? Glaubt mir, wenn Noahs Gebet nicht nur bis zur Magendecke des Pottwals ging, sondern bis zum himmlischen Heiligtum, dann geht auch dein aufrichtiges Gebet, egal wo du bist, bis zum himmlischen Heiligtum. Erinnert euch an das Buch Jona. Es ist nicht nur eine Kindergeschichte. Es ist das Einmaleins des erhörten Gebetes. Egal wer du bist, egal wo du bist, egal was du gemacht hast. Wer von euch ist dankbar, dass egal wer wir sind, egal wo wir sind, egal was wir gemacht haben, wir zu Gott beten können. Seid ihr dafür dankbar? Dann lasst uns genau das tun und lasst uns vielleicht noch einmal, lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel,
Was für ein interessantes Buch. Was für eine interessante Geschichte. Und was für beeindruckende Gebete. Wir lesen die manchmal so schnell in der Kindergeschichte und machen uns wenig Gedanken, in welchen Situationen sich diese Menschen befunden haben. Alle drei waren in Lebensgefahr. Alle drei hatten nicht viel Zeit nachzudenken. Die Schiffsleute, die kaum etwas von dir wussten. Jona, der nicht mehr viele Tage dort überlebt hätte im Magen. Und die Assyrer, die so voller Bosheit waren, dass jede menschliche Beschreibung dem nicht gerecht werden würde. Die der Zerstörung durch dich ins Auge sahen. Herr, und wir sehen, dass jeder einzelne von ihnen durch aufrichtiges Gebet Rettung gefunden hat. So möchten wir heute lernen, dass wenn wir es ernst meinen und von Herzen zu dir beten, es keine Rolle spielt, wer wir sind, keine Rolle spielt, wo wir sind und keine Rolle spielt, was wir getan haben, sondern dass es eine Rolle spielt, dass wir uns aufrichtig von ganzem Herzen an dich wenden. Und dafür danken wir dir, dass egal, wo wir sind, was wir sind, wer wir sind, es immer einen direkten Weg zu dir ins himmlische Heiligtum gibt. Wir danken das im Namen Jesu. Amen.